Das ist natürlich so eine Frage, es ist schon eine Grenzüberschreitung. Wir unterhalten uns ja nur. Es ist halt interessant und es hilft mir bei meiner Recherche weiter. Also ich rede mit den Händlern, ich rede mit der Polizei, ich rede mit den Opfern, aber ich rede auch mit den Tätern, weil mich das alle Seiten interessieren und mich alles weiterbringt. Unsere Recherche beginnt in Köln mit dem Fall Mara Bergmann. Mara findet heraus, irgendjemand hat in ihrem Namen Waren im Wert von mehr als 5000 Euro auf Rechnung bestellt und an eine ganz andere Adresse liefern lassen, so, dass sie nichts davon mitbekommen hat. Hier kann man weiterkommen als die Polizei vielleicht. Also hier kann man wirklich was finden. Und dann bin ich wirklich auch dahin gefahren, habe recherchiert, habe dann schließlich herausgefunden, dass es eben eine junge Frau ist, die das macht, die sich spezialisiert hatte auf prominente Namen. Was ihre genaue Motivation war, weiß ich nicht. Ich war nur sehr überrascht, weil ich ja vorher mit osteuropäischen Banden zu tun hatte, dann plötzlich eine Einzeltäterin zu finden. Bei den Paketagenten war das Problem, dass man sich nicht auf eine Stelle bewerben kann, sondern dass man von denen angesprochen wird. Das heißt, man schaltet dann bei zum Beispiel eBay Kleinanzeigen eine Anzeige, dass man auf Jobsuche ist, gibt sich dann möglichst naiv und harmlos und nimmt Arbeit jeder Art an und dann wird man angeschrieben von ganz vielen dubiosen Menschen, die einem irgendwelche Jobs anbieten. Also da ist alles dabei, also Schneeballsysteme, irgendwelche dubiosen Finanzprodukte und ab und zu kommt eben auch so ein Angebot mal rein. Und da habe ich schon ein paar Monate wirklich gewartet, ich glaube 3 oder so, bis letztendlich dann eine von diesen, einer bei mir angebissen hat, wenn man so will. Nachdem ich dann den Arbeitsvertrag unterschrieben hatte, ging es auch ziemlich schnell dann los mit den Paketen. Und dann habe ich mein erstes Paket genommen und geguckt, was da drin ist und habe gedacht, prima, jetzt eine Grafikkarte, habe geguckt, was wiegt das ungefähr, habe die natürlich rausgenommen und meinen Tracker da reingesetzt und das Paket dann losgeschickt. Ja, dann habe ich eben geguckt, wo geht mein Tracker hin. Und das hat eine Weile gedauert, weil er natürlich erstmal bei der Post liegt und dann geht er irgendwann über die Grenze. Und dann irgendwann kam er da eben in Polen an. Und dann habe ich gedacht, da will ich jetzt mal hin. Ich will wissen, wo der hingeht. Und ich wusste ja auch, wie die strukturiert sind, diese Gangster, dass sie eben hier in Deutschland einen Paketagenten haben und meistens auch jemanden, der auf der anderen Seite ist. Also in Polen, in Russland, in Litauen, wo die überall hingeschickt wurden dann. Das ist in dem Fall bei diesen osteuropäischen Banden sehr arbeitsteilig. Da gibt es also jemanden, der kümmert sich nur darum, die Jobs, die Paketagenten zu führen. Also so führungsoffiziermäßig, der also dann dir sagt, was du immer zu tun hast, wo du das Paket hinzuschicken hast und was du alles da abliefern musst. Und dann gibt es andere Leute, die bestellen nur. Es gibt Leute, die besorgen diese gestohlenen PayPal-Konten. Woran liegt es, dass die Aufklärungsquote so niedrig ist? Neben dem Umstand, dass der Warenkreditbetrug mittlerweile ein Massendelikt ist, spielt natürlich eine Rolle, dass die überwiegende Anzahl der Taten inzwischen online, also relativ anonym, abläuft. Das heißt, der Täter kann aus dem Verborgenen agieren. Das macht natürlich die Ermittlung nicht einfach. Du hast dann, wenn du jetzt auf irgendwelche Namen bestellst, hast du eben dann überall in Deutschland Fälle, in jedem Bundesland mehrere. Und da sieht der einzelne Polizist in seiner Polizeiwache nicht, dass es noch 100 andere Fälle gibt, die alle dahin führen. Ich heiße Maja Helmer und arbeite seit über 20 Jahren im Verbraucherjournalismus, mache sehr gerne investigative Geschichten und freue mich riesig, dass ich jetzt diesen Preis gewinne.